Hallo zu diesem mathematischen Schnellkrafttraining. Hier ist dir drei Funktionen gegeben, von denen du die Nullstellen im Kopf bestimmen sollst. Drück am besten jetzt auf Pause, versuche es selbst und schau dir nachher meine Lösung an. Was die Nullstellenbestimmung jetzt hier so einfach macht, ist die Tatsache, dass alle drei Funktionen in faktorisierter Form gegeben sind. Was ich jetzt gleich hinschreibe, solltest du wegen des minimalen Rechenaufwandes eigentlich im Kopf machen können. Nullstellenbestimmung heißt ja immer, dass wir die Funktion gleich 0 setzen. Und wenn wir ein Produkt haben wie hier, das 0 wird, können wir ja die Regel vom Nullprodukt anwenden, die ja sagt, ein Produkt wird 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 wird. Und bei all diesen Funktionen ist das Tolle, dass der Faktor mit der E-Funktion nie 0 wird. Das ist hier der Fall und auch hier der Fall, weil E hoch irgendwas wird nie 0. Und auch hier unten, E hoch dieser komplizierte Term wird ebenfalls nie 0, weil E hoch irgendwas nie 0 wird. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was die anderen Faktoren machen, ob die 0 werden können. Und hier erkennst du sofort, dass für x gleich minus 5 dieser Term 0 wird. Weil wenn du jetzt im Kopf dir das ausgerechnet vorstellst, kannst du das ja umstellen, nach x auflösen, dann steht hier x gleich minus 5. Hier in Aufgabe B haben wir wieder zwei Faktoren und du siehst sofort, dass für x gleich 2 und für x gleich minus 3 dieser bzw. dieser Faktor 0 wird. Und schon haben wir die beiden Nullstellen gefunden. Die Gleichung hier unten sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber du musst ja eigentlich nur im Kopf diese beiden Faktoren betrachten und gucken, welche Nullstellen diese Faktoren haben. Den Faktor 6 kannst du ja außen vor lassen, weil 6 ist ja von vornherein nicht 0. Okay, bei x² plus 2 siehst du ja sofort, dass beim Isolieren von dem x² auf der anderen Seite eine negative Zahl auftauchen würde, nämlich minus 2. Und weil es keine negativen Quadratzahlen gibt, hat diese Gleichung hier keine Lösung. Aber wenn ich jetzt x² minus 9 gleich 0 setze, erhalte ich ja nach Umformung x² gleich 9. Und hier solltest du natürlich erkennen, dass es zwei Lösungen gibt, nämlich x gleich minus 3 und x gleich plus 3. Also nur für diese beiden x-Werte wird die gesamte Gleichung zu 0. Und so kann man auch diese Gleichung im Prinzip durch bloßes Hingucken lösen. Thank you.